Einmal unser Auto gehört zum Bazar jetzt, Digga. Abi bizim aramız ama problem değil yani. Evet. Benim zararım olacak abi. Ay valla unuttuk. Nasıl unuttuk buraya dükkanda? Nasıl unuttun abi? Siz benim zararım karşılayacaksınız. Abi ben park etmedim. Arkadaşım park etti. Şimdi bu zararı karşılayacak kardeşim. Ben bırakmıyorum abi. Biz bilmiyorduk abi. Ben biliyorsun. Kör müsün lan burası mağaza dükkan? Sabah 3'te park ettik burada. Ben onu bunu biliyorum. Benim zararım giderecek. Vallahi bile bak ölümüne ben bırakmam burası. Tamam hadi abi bu. Ne yapalım şimdi? Abi bana 1 milyon para vereceksin. Oha abi sen de abarttın ya. Ne nasıl bak kozgota? İndiremezsiniz abi. Vereceksin abi. Abi elleme lütfen. İndiremezsiniz. Benim zararım gidilecek abi. Abi biz saat 3'te sabah park ettik. Benim zararım gidilecek. Ben bırakmam abi. Biz burada sabah park ettik o yüzden. Sabah değil gece park etmesin. Gece, benim zararım gidilecek abi. Hayır abi verecek 1 milyon para bana. Bir dakika. Ben kırarım kafanı. Vallahi kırarım bir taraf. Kim olursa olsun abi. Verecek abi zaten gidecek. Bilerek değil. Ama nasıl ben 5 saat tezgah açtım burada ya. Tamam, bilerek ben bilseydim park etmedim. Nasıl kör müsün abi burası mağaza? Tamam ich klatsch ihn gleich ne? Tamam problem yok. Tamam. Burada liegt zwei Sachen drauf. Bir de kamerayı çekiyorsunuz da kıracağım bunu hamura koyayım kamerası da. Alayım ben şu anda ya. Ya her gün bir video mu uğraşıyorum? Her gün bir pezerekle mi uğraşıyorum ben ya? Bir şey olmaz. Abi kusura bakma. Biz zaten Almanya'da gidip bilmiyorduk. Yok yabancı ya. Vallahi billahi bak Ankara'da amına koyacağım. Tamam. Vallahi billahi. Vallahi Something fucks, Bruder, solche Klatsche auf Ernst. Hat ich ja Park entdeckt. Heute gibt's auf jeden Fall den Produkttester. Ich werde 5 Produkte kaufen und die dann anschließend testen. Anne, ne Decke? Anne. Hast da? Achso, ihre Mutter ist krank. Oder die ist hier, glaube ich, einfach nur so unterwegs. Mission complete. Was eigentlich auch interessant zu wissen ist, wir sind ja zu Fuß auf dem Weg. Ne? Wir waren ja eigentlich mit dem Auto unterwegs, wollten auch mit dem Auto eigentlich dahin, aber es hätte sich nicht gelohnt, weil mit dem Auto hätten wir für 800 Meter 28 Minuten gebraucht und zu Fuß brauchen wir für 800 Meter 11 Minuten. Also lohnt sich das zu Fuß auf jeden Fall mehr. So sah das auch gestern bei uns aus, als unser Reifen kaputt war. Jetzt müssen wir theoretisch die ganze Zeit nach oben. Hier fängt das Ganze an, kaputte Tasche, sehr, sehr groß und wir werden uns jetzt gleich die ganzen Läden angucken. Mal gucken, was es hier erwartet. Das hier ist so der bekannteste Platz, wenn es darum geht, dass du angesprochen wirst. Da hinten stehen irgendwelche Jugendlichen und mit Ansage, die werden uns gleich ansprechen. Rolex? Yes. Oder wenn das ein Rolex ist, das heißt Uri. Fiat, nein? Euro, Dollar, Lira. Lira? 6000 Lira. 6000 Lira. 200 Dollar. Where are you from, Abe? Wir sind von Germany. Germany. Alles gut. Alles gut, das selbst. Ja? Ihr Schwänze. Ich Schwänze. Ich hab doch gesagt, Bruder, hier dieser Platz, ne? Die sprechen dich sofort an. Du machst einmal rauf, ist direkt weg. Stell mal mit Jabrak dann. Jabrak de Chanel. Jabrak de Chanel? War, war. Ah, hier. Hier waren wir doch gestern. Guck mal, an sich sehen die Uhren ja nicht mal schlecht aus. Wir schauen uns jetzt einfach eine Uhr an. Okay, der Taschenrechner ist da, das kann auf jeden Fall teuer werden. Sobald ihr das Ding hier seht im Laden, ne, ihr wisst, ihr kommt da nicht mehr heil raus. Ich glaube, er merkt gar nicht, dass ich da bin. Richard Mille, ohne Begin, neben Bibakim. Das Ding, ich kenne mich halt mit den Uhren überhaupt nicht aus, ne? So, das ist jetzt eine Richard Mille. Ich weiß nicht, was für ein Modell das ist. Rest Fly Black. Ah, ne, Baller, ich lese einfach Dings vor. Da steht Reset. Ich dachte, es ist ein Modellname, Reset. Das heißt aber auch zurücksetzen auf Englisch übersetzt. Aber ich muss sagen, die ist auf jeden Fall schon ein bisschen schwerer. Ich bin allgemein kein Fan von Richard Mille, ne? Weil das sind extrem große Uhren. Ich finde die wirklich schon zu groß. Ich finde so ein Ding zwischen 41 mm und 44 mm ist eigentlich ganz gut. Oder ich würde sie in meinem Leben nicht tragen, ne? Nicht mal umsonst. 1000 Dollar. Okay, die kosten 600 Dollar, ne? Wir reden theoretisch nicht mal über türkische Preise, sondern über deutsche Preise. Das heißt, 500 Euro würden wir dafür zahlen. Ist schon viel, ne? Jetzt kommt Mark Geber aus ihm. 500 Euro? Ja. Auf gar keinen Fall. Ich bleibe einfach bei meiner Apple Watch. Ich kann meine Schritte tracken, das reicht mir. Ich glaube, wenn du dich richtig damit auskennst, würdest du auch so eine Uhr zwischen einer Fake-Uhr unterscheiden können. Aber ich bin so ein typischer Typ, wenn du jetzt eine Uhr trägst, die nicht original ist und du sitzt zum Beispiel neben mir im Café, ich würde es niemals checken. Ich würde denken, die ist original. Ich habe mir zum Beispiel jetzt eine Cartier. Die habe ich auch schon sehr oft gesehen, ist auch eine sehr, sehr schöne Uhr. Erinnert mich ein bisschen an die Audemars Piguet, ne, vom Band. Geht auf jeden Fall in die Richtung. Guck mal, das ist auch so eine richtige Einsteiger-Rolex, ne? Submarina? Ist Submarina, oder? Ja. Aber hier steht Oyster. Ich habe eine Datejust mit Steinchen. Merhaba. Ja. Kennst du, das ist so jetzt peinliche Stille auf denen. Bruder, also ich sag mal so, ne, er will jetzt für eine normale Uhr, habe ich gemerkt, 220 haben und für Richard Mille so 500. Ich sag mal so, es ist wahrscheinlich, dass man das so auf ein 120er, 100er runterhandeln kann, ne? Also die ist schon ein bisschen schwerer, ne? Die wäre jetzt preislich bei 230 Euro. Und das ist jetzt der reguläre Preis, den er uns gibt. Natürlich kann man so ein bisschen verhandeln. Mich würde interessieren, wie krass er runtergehen würde, ne? Oder 150 sind wir. Sam Krausen. Er ist 13, ne? Er ist 13, weil er ist mehr Mann als wir. Eventuell nehmen wir die fürs Video mit. Wenn es um Verhandeln geht, der Bruder ist als Verhandler geboren. Deswegen hier, 230 regulär, mach was du kannst.
Ich weiß nicht warum, ne? Ich finde Richard Mille ist so hässlich. Aber wenn du das gut kombinierst, wenn du als Beispiel so einen schwarzen Anzug hast oder einen gelben Anzug hast, ne? Du kannst richtig so Kontraste setzen. Ja, so mit schwarz-gelb. Das ist halt krass, aber an sich würde ich die Uhr niemals tragen. Schau, du guckst nächstes Video, ich hab die an. So wird das jetzt theoretisch aussehen. Boah, das fällt schon krank auf, ne? Ich finde diese Richard Mille ist einfach viel zu hoch, viel zu fett. Und allgemein, wenn ich jetzt als Beispiel rede, ne? Und ich bewege meine Hand dabei, ich spüre einfach, dass da ein Klotz ist. Bruder? Ja. Zeig kurz, mach mal so. Das sieht einfach real aus. Das meine ich aber, ich meine... Hier, Bruder. Die Jungs sind jetzt einmal am Verhandeln. Was dabei rauskommt, das werdet ihr auf jeden Fall dann im Laufe des Videos sehen. Wir kommen zum ersten Produkt, und zwar nach Rolex. Ich selber kenne mich überhaupt nicht aus, ne, mit Modellen. Also ich weiß, es gibt viele Rolex-Uhren. Man kann auch an gewissen Sachen erkennen, dass sie nicht original sind. Aber so ein krasser Experte bin ich nicht. Deswegen werden wir auf jeden Fall gleich Marc Gebauers Wish-Version ins Video holen. Zu dem Modell, das ist auf jeden Fall eine Rolex Oyesta Perpetual Datejust. Damit ihr versteht, die Uhr haben wir für 4250 Lira geholt. Das sind umgerechnet 137 Euro. By the way, Oyster Perpetual, Bruder. Datejust. Das wichtigste Merkmal ist eigentlich, worauf man schauen sollte, der Bandanschluss. Wenn man jetzt hier rauf schaut, sieht man, dass dieser Bandanschluss, siehst du diesen Millimeter, dass dieses Teil hier über dem hier überschlägt? Komm mal ganz kurz, da muss ich einmal eingrätschen. Das wäre zum Beispiel wieder ein Punkt, das sieht kein Mensch. Aber was würdest du sagen, jetzt optisch, wenn du die jetzt aus der Entfernung siehst? Also optisch, Digga, ich sag mal so, das ist so ein sehr unauffälliges Modell. Die meisten holen sich ja immer so ein auffälliges Modell. Die also, hier, ich glaube... Ja, weil er will mir die nicht mal geben, ne? Ich mach's weg, gib mir die einfach nicht. Wenn man die jetzt auf den ersten Blick sieht, dann checkt man das, glaube ich, denke ich mal nicht so. Weil das ist halt so ungewöhnlich, dass jemand die trägt, weißt du? Woran würdest du sagen, erkennt man das eventuell noch? Weil was ich zum Beispiel oft mitgekriegt habe, ist zum Beispiel dieses Ziffernblatt oder ja, beziehungsweise die Uhrzeiger, ne? Mhm. Die drehen sich nicht einzeln, so Schritt für Schritt, sondern in einem Durchlauf. Genau, das ist, bei Rolex ist es halt so, dass es halt bei Rolex ist es halt wirklich so, dass die Zeiger sich in einem so, sag ich mal, einzigartigen Schritt bewegen. Wenn man jetzt eine Rolex Original noch nebenbei hätte und daneben stellen würde, würde man direkt merken, dass die Zeiger sich bei der originalen Rolex komplett flüssiger bewegen. Wenn man sich das so anguckt, auf den ersten Blick, es sieht wirklich gut aus. Wenn man die Rolex aufmacht, die Gravur hier, das kriegen die auch nicht perfekt so hin wie beim Original. Zum Beispiel bei dem Foto sieht man das auch. Hier ist die Gravur wirklich viel, viel dünner. Und beim Original ist es auf jeden Fall etwas dicker, und genau, es fällt halt mehr auf. Yeah. Wobei ich gesagt hätte, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte, ne, mit Authentic und Fake, hätte ich gesagt, das wäre Original. Alles versuchen die wirklich eins zu eins nachzumachen. Und die sind theoretisch auch auf gutem Wege. Wenn wir das jetzt einmal ganz kurz zum Abschluss bewerten müssten, ich würde sagen, das ist bis jetzt einer der besten Fakes, die ich bis jetzt gesehen habe. Also ich sag mal so, wenn mir auf was jemand bei Fake or Real das zeigen würde, würde ich auf den ersten Blick auch denken, die ist real. Weißt du, woran man merkt, dass sie fake ist? Siehst du, das hier ist schon rausgegangen. This is very good man, alles good man. This is the best man here in town. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen. Hier zum Beispiel auch eine Gucci-Tasche, die ich selber auch besitze. Das Ding ist, ich finde, die ist viel, viel weicher. Deine ist zum Beispiel auch original. Ja, meine ist auch gefüllt. Deine ist fester. Allein wenn man das hier schon vergleicht, guck mal, die ist jetzt original und die ist jetzt gefälscht. Das hier ist viel, viel fester und das ist voll weich. Farblich sieht man auch ein bisschen Unterschied. Ein bisschen bläulicher. Ja, und wo man es halt direkt merkt, ist hier an der Schrift. Die ist zum Beispiel extrem groß. Einfach, da steht Gucci. An dem Band merkst du es auch sehr, sehr häufig. Zum Beispiel mein Band ist viel, viel fester und viel, viel rauer. Wenn man das so vergleicht. Ich habe aber gehört, man zahlt bei dem Gürtel nicht den Komplettpreis. Also du kriegst nicht, wenn du den Gürtel kaufst, direkt das, sondern du zahlst für die Schnalle einzeln und für das Leder einzeln. Hier zum Beispiel Burberry. Ah, hier kommen wir auch zu Winterjacken. Kennst du das immer so anstrengend, Bruder? Die reden dir immer so oft ins Wort, ne? Bei mir, ich komme immer so durcheinander. Fuck, fuck. Das ist jetzt zum Beispiel Moose Knuckles. Ich schwör, weißt du, was bei Moncler das Problem ist? Ob original oder gefaked, wenn du da mit Silvester unterwegs bist und ein Funk auf die Jacke kommt, die Jacke ist weg. Die Jacken sind halt immer extrem dünn. Das haben wir eben gesehen gehabt, als wir hochgegangen sind. Das sind jetzt hier zum Beispiel Gucci-T-Shirts. Ich schwör, vom Material fühlt sich das wirklich gut an. Aha, Stone Island haben die auch. Stone Island hat, finde ich, auch richtig geile Anzüge. Digga, ich finde das so krass, ne? Weil die machen sogar das gleiche Material, Digga. Also die verwenden sogar in der Produktion einfach das gleiche Material. Ich überlege halt, ne? Ich will auf jeden Fall noch irgendwas im Textilbereich, also irgendwie T-Shirt oder eine Umhängetasche. Dann Software darf nicht fehlen, das will ich auf jeden Fall auch mit reinnehmen. Und dann nochmal zwei Produkte, die sich komplett unterscheiden von den ganzen Klamotten. Das ist eigentlich so der Plan von heute. Das Ding ist, manchmal überlege ich ehrlich, sowas mitzunehmen, so Schach oder so, ne? Aber Digga, wenn ich mir die Truppe angucke, keiner von denen kann Schach spielen. Guck mal, Gebetsteppiche sehen auch immer richtig gut aus. Gebetsteppich? Das ist ein Gebetsteppich, Bruder. Das ist kein Gebetsteppich. Das ist kein Gebetsteppich, Bruder. Habt ihr gerade gesagt, das ist Gebetsteppich? Ihr habt gar keine Ahnung. Bis jetzt sind die Leute entspannt, wenn es um Film geht. Es kann zwar jederzeit sein, dass irgendwie so eine Hand kommt, dann sind wir am Arsch, aber
sonst eigentlich relativ entspannt. Ich werde jetzt einmal kurz eine Uhr anprobieren. Ja, wahrscheinlich ist das eine Uhr. Das ist jetzt eine Balenciaga-Brille. Und so sieht das Ganze aus. Man denkt sich zwar, okay, das sieht sogar original aus, aber die Düfte verfallen sehr schnell. Machst du einmal rauf, ist wie als hättest du gar nicht drauf gemacht. Den Gürtel, den ich jetzt hier gekauft habe, werde ich euch gleich zeigen. Ich habe ja den Gürtel im Original. Und ich habe jetzt gerade selber geguckt, Bruder, das ist 1:1. Also wirklich 1:1. Du wirst niemals irgendwo einen Unterschied sehen. Vielleicht minimal in der Farbe, auch wirklich nur minimal. Deswegen, wenn wir gleich zum Test gehen, werdet ihr verstehen, was ich meine. Jetzt kommen wir direkt schon zum zweiten Produkt. Und zwar einem Produkt, was ich selber besitze. Guck mal, hier ist jetzt meine Hose. Und hier sieht man an der Stelle einen Gucci-Gürtel. Ne? Das hier, ne, was ihr jetzt gerade seht, ist der Gürtel, den ich auf dem Bazar gekauft habe. Und wenn ich den jetzt einfach mal so ganz normal daneben legen würde, würde man nicht erkennen, welcher original ist und welcher fake ist. Auch bei der Schnalle, die ist wirklich 1:1 gleich groß. Guck mal bitte, wenn ich die jetzt ranhalte. Guck mal, es gibt Fake-Produkte, die erkennst du sofort. Sobald da jemand an dir vorbeiläuft, du weißt, okay, es ist direkt fake. Aber es gibt Produkte wie die hier zum Beispiel, da musst du wirklich das Ganze unter die Lupe legen. Und hier sieht man halt wirklich auf dem ersten Blick keinen Unterschied. Bei dem Fake-Gürtel zum Beispiel haben wir zwar auch eine Gravur, aber die ist hier unten. Beim Originalen ist die hier oben. Ich muss jetzt einmal ganz kurz überlegen, wie viel habe ich für die Gürtel gezahlt? Oder für den Gürtel? 700 Lira. Das hättest du selbst. Oh, Bruder, machen du jetzt wieder auf 2 Euro gekriegt, ne? Den Gürtel haben wir für 700 Liter gekriegt, das sind umgerechnet 23 Euro. Ihr seht das vielleicht gerade im Hintergrund, wir wollten eigentlich gehen und habe ich so einen älteren Herrn gesehen, der verkauft auch gerade seine Produkte, ne? Bruder, ich schwöre, das ist eigentlich voll praktisch. Das ist einfach eine Platte und wenn du es aufmachst, hast du eine Schüssel und dann kannst du Sachen reinmachen. Also ich habe eher an meine Mutter gedacht wegen dem Produkt. Ich weiß ganz genau, wenn ich das mit nach Hause bringe, meine Mutter so machen. Dumm. Guck mal, damit ihr auch versteht, was das für ein Produkt ist. Zack, kannst du Pizza drauf essen. Mach so. Das Problem ist, ich dachte, das ist hier so ein bisschen abgerundeter, weißt du? Aber das ist voll scharf. Ja, recht, Anne, ich habe ein Geschenk für dich mitgebracht. Mal gucken, ob du es magst. Fahren, Käfige. Wie geht's denn? Anne, nehm mal Tachter. Tachter? Ich spür dir Pizza. Ist gut? Ja, sehr schön. Das Problem ist, ich habe mir das ein bisschen besser vorgestellt, aber hier ist ein bisschen scharf. Ja, in den Wurstern wird das Kessiergiebel. Weißt du, das ist ja Holz. Nein, das ist nicht schlimm. Da kannst du Nüsse und so reinmachen. Und so machen wir das wieder zu. Guck mal, hat sich das auch direkt gelohnt. Alles, was wir jetzt kaufen, wird auch direkt verwendet. Jetzt haben wir eine Ablage für Studio Gimutter. Es ist ja mittlerweile jetzt ein Tag vergangen. Wir holen auf jeden Fall heute noch die letzten Produkte. Auf das jetzige Produkt freue ich mich am meisten. Ey, wir wurden maximal hochgenommen, ne? Ich habe 2 Testspiele geholt. Bruder, ich habe 700 Teller gezahlt. 700, hier kostet 120. Eigentlich in Deutschland nehmen die Leute hoch, die nehmen mich hier hoch. Die hier sind eher aus Plastik, ne? Also guck mal, die Verarbeitung ist scheiße. Meine waren richtige Steine. Trotzdem wurde ich verarscht. An der Stelle ist auch der letzte Tag heute hier in Istanbul, ne? Danach sind wir weg. Ich muss sagen, ich werde es vermissen. Also die 5 Tage waren auf jeden Fall schon entspannt, waren cool. Einmal ganz kurz zum Preis. Ich habe genau 3000 Lira bezahlt. Das sind 100 Euro umgerechnet. Ich habe diesmal eine Waffe geholt, die hat Blowback-System. Das ist quasi, wenn du schießt, dass die Schiene zurückgeht. Das ist halt viel, viel geiler. Das ist halt immer echter, ne? Aber das werden wir alles auf jeden Fall gleich testen. So, wir brauchen hier auch einmal ein Ziel. Ich will eine Küçükkafa Katschpara. Und dem macht du 300 Teile. Achso, weil die geschminkt ist. Die kostet 200 Lira. Osman, Schuk, Küçücük, Oran alnehmen. Dann haben wir zum ersten Mal ein richtiges Ziel. Normalerweise, wir hatten nie ein Ziel. Klar, wir hatten so Flaschen oder so, aber ich dachte, ich will heute auf jeden Fall mal aufs Ganze gehen und mal auch wirklich ein richtiges Ziel haben. Und mit Oran haben wir, glaube ich, eine richtige Entscheidung getroffen. Ich will jetzt keine Kommentare lesen mit armer Oran. Merhaba. Oran hat seinen Arm verloren. Oran ist so groß geworden. Ich kannte den noch, als er so klein war. Da war er wirklich noch so. Ich habe mir überlegt, Oran ist wahrscheinlich ein bisschen kalt. Und für den Test wäre das ganz interessant, wenn er auch wirklich was tragen würde. Wir holen ihn einfach so einen Sonnenallenpullover. Oran, warte mal bitte, Escher. Oran, hallo. Katsch. Er sagt 400 Liter, dafür kriege ich nur einen Pullover. Hier habe ich Menschen gekauft. Abi, ich küsse ja voll im Hemmen allerem. Abi, wallah, ich höre. Guck ihn mal bitte an. Abi, ist super küsse an, aber. En ucuz, ich habe gar nichts, ne? Wei, Digga, mit 9 Jahren trägt er so einen. Valla Orhan gibt's besser als uns, ne? Küçük kardeşim abi. Okuldan aldım. Şimdi de geziyoruz. Abi kaç? 500 mü? Aman. Küçük çocuğa 500 alıyorsun. Yazıklar olsun. Jetzt kommen wir zum offiziellen Test. Ich glaube, wir haben uns alle drüber gefreut. Wir testen an der Stelle jetzt die 2,5 Joule Soft Air aus der Türkei. Das Interessante an der ist halt wirklich dieses Blowback-System. Ich kann euch das einmal kurz demonstrieren. Beim Nachladen. Der Schlitten geht nach hinten. Und das ist eigentlich das Geilste, was es gibt. Auch wenn ich gleich schieße, geht der Schlitten die ganze Zeit nach hinten. Ich werde das jetzt einmal ganz kurz in Slow Motion einblenden, damit ihr versteht, wie das nach hinten geht. Der erste Test wird hier stattfinden, an der Schneekugel. Ich werde das jetzt einmal aufstellen. Wir skippen das mit der Schneekugel, weil ich werde die sowieso nicht treffen. Oran, es war eine schöne Zeit mit dir. Das Oberteil stand dir sehr, sehr gut. Die Brille natürlich auch. Aber davon wird leider nichts bleiben, mein Bester. Merkt ihr das im Leben. Du hast mir vertraut und ich habe dich verarscht. Wir wurden verarscht, die Software scheiße. Ich habe auf die Brille geschossen. Da ist einfach nichts passiert, außer eine kleine Delle. Okay, hier ist sie gerissen. Hier sieht man das. Und hier ist sie leicht aufgesprungen. Ich schieße ja auf... Der, ihm geht's ja immer noch gut.
Digga, da passiert offiziell gar nichts. Der Bruder hat zu uns gesagt 2,5 Joule plus wir haben Steilkugel, aber das Ganze ist nicht durchgegangen. Woher ich das kann? Ich komme aus Büsch.